Hello. Ich muss eine Sache ansprechen. Ich habe heute ein paar Nachrichten bekommen bezüglich CSGO Roll Bans. Es gab eine Welle an Bans für Real World Trading. Bedeutet, dass deine Skins sich zu Echtgeld machen. Das haben sie jetzt seit ein paar Wochen, dass wenn du dir was auszahlst, dass dort halt eine Box ist, da wo drin steht, du bist darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass du deine Skins sich zu Echtgeld machen darfst. Wenn du es machst, dann kannst du ein Bann auf CSGO Roll kassieren. So, und anscheinend ging jetzt eine Welle raus. Ja, teilweise relativ hohe Level, die halt gebannt wurden und jetzt auch keine Dailies mehr claimen können und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Den Business-Gedanken dahinter kann ich nachvollziehen, das hat was mit Lizenzen und Co. zu tun. Trotzdem heiße ich das nicht gut, trotzdem finde ich das lame, trotzdem finde ich das nervig, weil ich kriege die Nachrichten jetzt, dass Leute gebannt wurden und die Personen dahinter, ja, die tun mir natürlich dann auch irgendwie leid. Es ist nur eine Seite, aber Dailies zu claimen, gerade wenn du irgendwie Level 70, Level 80 hast, da kann halt schon was zusammenkommen, ne? Über ein paar Tage hinweg oder Monate sogar. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, vor allem weil da halt gut Zeit und auch Geld reingepumpt wurde in die Seite. Dennoch, natürlich steht das da drin und natürlich hat man das geklickt und natürlich weiß man eigentlich darüber Bescheid. Aber ja, ich weiß nicht genau, was ich damit anfange, mit dieser ganzen Geschichte. Was ich weiß ist, ich habe denen eine lange Nachricht geschickt, dass ich alle Infos darüber brauche, was man machen darf und was nicht. Darfst du auf deinen Smurf das schicken? Damit machen, was du willst. Darfst du es überhaupt traden? Was ist, wenn du es tradest und die Person, mit der du getradet hast, verkauft das? Weißt du, was ich meine? Die Infos habe ich noch nicht. Die sind gerade da am Tun und Lassen und ich warte auf die Nachrichten und erst dann kann ich darüber mir ja quasi meine Meinung bilden. Ja, ich möchte euch hier nur darüber informieren, falls ihr Real-Life-Trading getan haben solltet oder irgendwie das auch aktuell vielleicht macht, dann solltet ihr auch euren Account so gut wie es geht wie nullen, weil das von heute auf morgen passieren natürlich kann, dass der Account gebannt wird und wenn du da irgendwie noch 100 Coins liegen hast, wäre es natürlich ärgerlich. Wenn du das eh nicht tust, dann ist es für dich eh irrelevant und so, ne? Alles gut, aber ich möchte euch darüber in Kenntnis setzen. Ich weiß auch nicht genau, was ich damit mache, weil es nervt mich schon ein bisschen, ja. Und es ist für mich natürlich auch problematisch, denn ich bin einfach nicht, ich spiele nicht casual, ich zahle nicht mein eigenes Geld ein und sonst irgendwas, sondern ich werde halt für die Videos ja auch bezahlt. Und natürlich muss ich auch irgendwie schauen, was ich mit den Skins mache und Co. Ne? Es betrifft mich ja auch. Deswegen, wir schauen mal, wie das nächsten Monat läuft. Ich wollte euch primär erstmal in diesem Video darüber informieren, damit ihr Bescheid wisst, was Phase ist und was Sache ist und damit ihr auf der sicheren Seite seid und nicht irgendwie denkt, ja gut, wie sollen die rauskriegen, ob ich meine Skins verkaufe? Ja, anscheinend kriegen sie es raus. Ja. Ich hoffe, ihr habt dennoch viel Spaß beim Video und ihr könnt gerne darüber in den Kommentaren diskutieren, was ihr davon haltet oder wie ihr quasi damit umgeht. Vielen Dank. Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei dem niegelnagelneuen neuen CSGO Gambling Video. Das Ganze ist ab 18 Jahren oder älter. Halt dich dran, spiel nicht, wenn du nicht feuerig bist. Wenn du nicht das Geld dafür hast, dann auch nicht. Herzlich willkommen zurück auf CSGO Roll. 1500 Coins, Sponsored Money. Wir produzieren eine Menge Videos vor und wir hoffen, dass wir hitten. Und zwar immens. Vor allem können wir gerne mal eine Folge starten mit einem Triple Green Jackpot. Wenn wir den hitten sollten, machen wir jetzt 150 Coins direkt rein. Absolut nicht mal in der Nähe. Weiter weg hätte es gar nicht sein können. Ein Träumchen. Vielleicht sollen wir Plinko gehen, weil ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt die ganze Zeit kein Glück. Come on. 1, 3. Spring auf die 1030. Das war. Naja, wir haben ein bisschen verloren. Ich weiß, viele von euch mögen nicht Plinko. Ein paar Mal habe ich jetzt mittlerweile gelesen, dass Plinko ganz unterhaltsam ist und das einige enjoyen. Ich weiß nicht. Ich glaube, zum Zugucken eigentlich nicht so geil, oder? Ich mache halt, weil ich halt irgendwann mal erwarte, dass wir halt mal was hitten. Wir sind grauenvoll unterwegs gerade. Können wir einen 26x treffen? Nicht wirklich. Komm, wir machen noch ein bisschen 1, 2 runter, die Bälle, und dann gucken wir. Disgusting. Weißt du, er geht auf Wanderschaft und dann endet er bei 0-2. Willst du mich verarschen? Katastrophal, ganz ehrlich. Ja, wir starten mit 1-2. Mal gucken. Ich hatte so eine Idee mit dem Withdrawn von großen Skins, aber das müssen wir leider knicken, denn ich kriege hier meine Balance im Stash gestellt. Und das funktioniert leider nicht, dass wir dann.
Gelder aufbewahren. Das heißt, wenn ich was hitte, cashen wir einfach direkt aus. Ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Und heute ist der Zeitpunkt, heute cashen wir aus, auf jeden Fall. Guter Start. Geh rüber, du Hund! Schade. Entschuldigung, ich wollte dich nicht umenden. Ist das nicht gut? Yes. Come on. Oh, nice, Juice. Strong, 579. I like it a lot. Das war ein 3-Way-Battle. Den gewinnen wir sonst eher weniger. Aber 2-Way. Bisschen entspannter. Auch ein bisschen kleiner. Denn ich würde wirklich gerne was auscashen. Aber das Ding ist, ich habe immer das Gefühl, und das klingt immer so doof, und ich erwähne mich in der Hinsicht wahrscheinlich. Oh, oh. Yeah. Wir können gehen. Ich wiederhole mich in der Hinsicht ja leider auch immer wieder. Aber ich sag's nur. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich unter 1000 zum Beispiel, also ich starte mit 1500 und ich habe dann 700 und ich cashe dann aus. Oh mein. Ganz kurz. Ganz kurz ist er hängen geblieben. Oh, das war besser als mein Battle eben noch. Machen wir das nochmal. Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es halt so, als wenn ich ja, ein Feigling wäre oder greedy wäre, dass ich halt 700, 800 Coins willst du mich verarschen? Aus Cache. Willst du mich... What the fuck? Ja, natürlich. Ich juice dich nochmal richtig, oder was? Was soll denn die Scheiße? What the fuck? Jetzt bin ich dran. For real, jetzt sind wir dran. Und ich muss hier 600 Coins mitnehmen, dann haben wir auf jeden Fall, dann sind wir good to go. Er hat trotzdem mehr geunboxed als wir. Dreckiger. Und wetten wir gewinnen und wir kriegen 79 Coins? Ja, das ist mein Call. Also wirklich, absoluter also, ja. Ja, wie gesagt, es wirkt halt so, als wenn ich da so greedy wäre oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Wir machen die auf. Viermal, let's go. Was? Deagle, 2P90, Flipknife. Geh runter. Na, immerhin. Na, immerhin. Die Ganglie wurde noch nicht gezogen. Wir sind dran. Ist unser Turn. Come on. Ja, das ist, die ist in der Nähe. Ha? Gib mir die vier. In diesem Pull. Na, immerhin Profit. Ja, nee, das sollte ich nicht nochmal machen. Also wirklich, ich verlaufe mich da. Guck mal, jetzt zum Beispiel. Die Folge geht viel zu kurz. Das sind 6 Minuten Aufnahme oder so. Und ich kann jetzt nicht einfach auscashen, nur weil ich denke, okay, es wird nicht mehr besser. Davon gehe ich halt, ich gehe da wirklich von aus, dass es nicht besser wird. Kann ich halt nicht machen, ne? Aber selbst wenn wir halt nochmal so, ja, immer nochmal reingehen, all in, das nimmt halt kein gutes Ende. Ich weiß halt nicht, wie ich das erklären soll. Weil, egal in welche Richtung ich gehe, ich werde dafür eh immer geflammt. Entweder ich cash zu früh aus, nice ist, du kriegst ja alle 2 Tage 1500 Coins. Sei mir nicht so voll greedy. Oder,
ich cashe nicht aus, gehe 2-3 Mal all in, verliere dann im Endeffekt alles, weil das halt normal ist quasi. Und dann so, ja, du hast, ich habe die letzten Wochen, Monate gesehen, du hast ein ernstzunehmendes Glücksspielproblem, das sieht man voll, weil du immer wieder resellst und immer reingehst, bis du nichts mehr hast. Ja, was ist denn die goldene Mitte davon? Erzähl mir das. Ich sammle Dudis, by the way. Ich kann nicht gewinnen. Ich kann nicht gewinnen. Ich würde gerne gewinnen. Deswegen brauche ich gutes Item. Das zum Beispiel hätte geholfen. Wir sind bei 10 Coins. Krass. Wir gehen all in. Three way. Da kenne ich nichts. Der Start war so schön heute. Und dann, ging es mit Anlauf den Bach runter. Ich weiß auch nicht, wie ich das rechtfertigen kann, das Ganze hier. Ich habe einfach reingeschissen. All in. Wenn wir auf plus 800 Coins kommen mit dem Win, weil wir werden ja gewinnen, dann cash ich Skins aus. Das ist der Deal. Das ist unser Deal. Oh Gott, oh Gott. Okay. Wieso nur? Ich habe jetzt schon wieder keinen Crazy Mode drin. Nee, es ist eh Trash, ganz ehrlich. Ja. Ja, nice. Ich bin auf jeden Fall geblacklistet. Das Ding ist vorbei. Ich nehme die Folgen auf und ich cache nichts. Das ist doch nicht wahr. Weißt du, sonst mache ich die Scheiße mit Crazy Mode und dann pull ich wie ein Weltmeister, ne? Und jetzt so eine, das kannst du doch niemandem erzählen. Über 57, das sind 531 pro Person. Ist das big? 125? Wieso nicht? Er ist bei 336. What the flying F? Top Pull hier. Ist kein. Oh. Die sind sogar besser! Das war ein wahnsinnig schlechtes Battle. Oh mein Gott, war das ein katastrophal schlechtes Battle. 900. Ich hasse alles gerade da dran, ne? Ganz ehrlich. Wirklich. Okay. Comeback grün. Wenn wir grün hitten, wir gehen nochmal all in grün. Wir haben 25 auf grün. Wenn wir das hitten, haben wir eine Menge Kohle. Wir gehen für den Triple. Wir gehen all in, danach nochmal grün und dann nochmal einen fetten Chunk. Mussten wir nicht machen, zum Glück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es kann nur besser werden. Tschüss.